Ich habe heute ein Video für euch, What's in my Travel Bag. Und zwar fahren doch Lena und ich auf Klassenfahrt die Woche. Und da haben wir euch ja gefragt, ob ihr so ein Video sehen wollt, so ein Follow Me Around auf Klassenfahrt und halt so ein Travel Bag. Und da haben viele Ja gesagt. Und deswegen haben wir gedacht, fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Travel Bag. Mein Koffer steht da, da schwenken wir gleich rüber. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, es gefällt euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt mein Koffer. Der ist jetzt, ich weiß gar nicht die Maße. Jetzt, ich schreibe euch die mal hier hin. Und zwar wurden uns Maße vorgegeben. Und die dürfen auch nur, der Koffer darf auch nur 20 Kilo wiegen. Und ja, das ist halt genau der Maß. So. Und ich glaube, der wiegt gerade mal 15 oder sowas. Aber da muss auch noch meine Waschtaschen alles rein. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt hier drin habe. Also meine Anziehsachen. So, und zwar ist das jetzt mein Koffer. Ich drehe den einmal. Und dann machen wir ihn auch schon auf. So, und dann kommt mir, also einmal Gummibärchen sind hier drin, für wenn wir da sind, an meine Mutter gegeben. So, dann haben wir hier, also habe ich mit Bettwäsche, dann haben wir hier meinen Skianzug, also hier ist die Jacke und das Schwarze ist die Hose. Dann haben wir, habe ich in der Tüte hier meine Skischuhe. Die sehen so aus. Dann haben wir hier, also habe ich hier die Handschuhe und die Brille. Der Helm, den nehme ich dann nochmal extra. Genau, und dann habe ich hier drin Bikini, weil wir da auch irgendwie baden gehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mitgehe. Aber auf jeden Fall sind hier Bikinis drin. Dann habe ich Hausschuhe. Die haben wir euch ja in unserem Primer-Call gezeigt, genau, also Hausschuhe. Dann habe ich Handtücher und zwar habe ich zwei große, zwei kleine und ein so ein Gesichtshandtuch. Genau. Dann habe ich hier ein Schlafzeugoberteil, ein ganz normales schwarzes, meine Schlafzeughose, die Skileggings, da kommt auch nochmal eine andere mit. Zwei Tops, einmal schwarz und einmal beige. Und zwei T-Shirts. Dann habe ich hier Socken plus Hosen. Also die Hosen habe ich einmal diese ganz normale von H&M und die kaputte von Tailwheel. Dann habe ich Skisocken bei und Kuschelsocken und nochmal ganz normale Socken. Und dann habe ich eine Jacke bei, also eine Strickjacke und drei Pullis, also hier sind jetzt nur zwei drin, weil einen ziehe ich an und eine Jogginghose ziehe ich auch an. Und genau, dann kommt noch meine Waschtasche dazu und das zeige ich euch. Achso, und hier ist übrigens Unterwäsche. Und genau, dann kommt noch meine Waschtasche dazu und das zeige ich euch gleich, was da drin ist. So, was ich in meiner Waschtasche jetzt habe, ich habe nämlich zwei Waschtaschen und zwar habe ich einmal so eine große und einmal so eine kleine. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich in der großen drinne habe. Und zwar habe ich in der großen drinne einmal Deo. Da habe ich jetzt einfach einen vom Balea, also irgendeins. Genau, also Deo habe ich drinne. Dann habe ich eine Haarbürste. Dann habe ich so Pflegeprodukte, also einmal eine Feuchtigkeitscreme, einfach so ein, also da habe ich jetzt eine vom BB. Dann habe ich von Relania Young so eine ja, so eine Pickelcreme, falls ich Pickel bekomme. Und dann noch ein Pickelgel. Dann habe ich noch von der Apotheke auch so, so eine Pickelcreme, die man immer abends drauf machen sollte. Genau. Dann habe ich von Balea pH Hautneutral die seifenfreie Waschlotion. Die habe ich bei. Dann habe ich dafür gleichzeitig auch noch, also da habe ich dann noch dieses Pad drin, also womit man sich das so einmassieren kann. Dann habe ich bei den Blistags, also das ist ein Labello. Und dann habe ich auch noch ganz wichtig Zahnbürste und Zahnpasta dabei. Duschzeug, das brauche ich jetzt glaube ich euch nicht zeigen, also ich packe da einfach irgendwas ein, also Haarshampoo und sowas. Also ist jetzt nichts Besonderes da. Und genau, was ich jetzt in der kleinen Tasche drin habe, ist einmal eine Handcreme, weil ich glaube, in
Österreich, wenn man Ski fährt, sind da die Hände doch trocken. Und deswegen habe ich hier einmal Handcreme, die ist jetzt von Handsam. Genau. Dann habe ich für die Haare von L'Oréal. Ja, L'Oréal Paris. So ein Öl für die Haare. Also das macht man sich so in die Spitzen, dann trocknen die nicht so aus. Genau. Dann habe ich dann habe ich so ein bisschen Schminke bei und einmal habe ich dann hier noch Vaseline. Die nehme ich dann immer mit auf die Piste oder die nehme ich auch Kaufmannshaut und Kindercreme, genau so heißt die. Die ist jetzt Dann habe ich Primer. nochmal vom BB ein Labello. Dann habe ich noch ein Babylips bei. Ich weiß, ich frag mich auch gerade, warum ich so viel Labellos bei habe, aber man weiß ja nie. Dann habe ich ein Blush bei. Der ist jetzt von Catrice. Einfach einen ganz normalen Blush. Dann habe ich meine Concealer-Palette von Revival de Loop. Dann von Iverde ein Highlighter. Dann noch von Rossmann die 3-in-1 getönte Tagescreme. Und dann habe ich drei Wimperntuschen bei. Und zwar einmal die Lash Bomb von P2. Die P2 Duo Power. Und von Catrice die Glamour Doll. Genau. So, und das war jetzt das alles, was ich so drin habe und was ich so mitnehme auf die Skifahrt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! If you want it, take it.